Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute wird es richtig interessant, denn Patricia Blanco hat sich indirekt über die neue Freundin von Alles mit Liebe, Andreas Ellermann, geäußert. Und ich habe etwas rund um Nadel für euch. Sie hat Andreas Ellermann ja mit der großen Mallorca-Tour so ein bisschen, ich würde sagen, enttäuscht, da sie ja diese abgesagt hat, auch wegen Panikattacken, die wohl von Krümel ausgelöst wurden. All hier auf meinem Kanal besprochen, ihr erinnert euch, ich habe sogar das Statement von Krümel euch gezeigt, also alles ist bekannt, aber es gab in der Vergangenheit ein weiteres Event, wo Nadel wieder Ellermann im Stich gelassen hat. Wer Andreas Ellermann nicht kennt, seit 30 Jahren im TV-Geschäft bekannt, ja, muss man dazu sagen. Genau, das ist das große Problem. Und ich habe die Katzen kotzen gehört und habe mir das alles nochmal durchgelesen. Jetzt hat Nadel diesen vermeintlichen, diese vermeintliche Situation wieder gut gemacht auf einem Event von Andreas Ellermann, man kennt ihn, und hat dort, wie soll ich das sagen, hat dort gegrillt. So, so kann man sich das alles ein bisschen vorstellen, worum es hier geht. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, ich will hier nichts von Nadel und Andreas Ellermann verpassen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine kleine Trash-Familie, wachsen stetig und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Gut, wir fangen mit der Nadel-Schlagzeile an. Hier, wen hätte es gewundert, ein Artikel von Stefan Schneider. Ja, warum sage ich das so? Weil Stefan Schneider eigentlich immer in den Artikeln rund um Andreas Ellermann verwickelt ist. Keine Ahnung, die ganzen positiven Artikel kommen immer von Stefan Schneider. Und hier sehen wir schon Andreas Ellermann und Nadel. Und das ist das große Thema. Nadel löst Versprechen bei ihrem Millionär ein. Und hier ging es tatsächlich um ein Event, was Nadel auch geschwänzt hat. Und das finde ich halt wirklich sehr interessant, weil man jetzt so langsam, ihr wisst das, ein Muster erkennt. Und die Wahrheit ist schüchtern. Und ich habe so das Gefühl, für das bei der schüchternen Wahrheit hier man doch ein bisschen mehr erfährt. Wir zitieren Hamburg. Jetzt hat sie ihr Versprechen eingelöst. Im Juni sollte Dieter Bohlen, Ex-Nadel, als Botschafterin der Andreas Ellermann Stiftung für 50 Bedürftige grillen. Ihr Millionär und Entertainer Andreas Ellermann unterstützt damit Menschen im Kampf gegen Altersarmut. Nadel wurde extra in einem Hotel untergebracht, flüchtete aber in letzter Sekunde mit der Taxe. Angeblich schlimme Rückenschmerzen. Das Grillfest fand in Giesthach bei Hamburg ohne den Stargast statt. Viele Bedürftige waren enttäuscht. Und dann noch zu guter Letzt, Nadel flehte kurz darauf um Verzeihung. Ich mache das wieder gut. Jetzt war es soweit. Zitat Ende. Also das ist schon sehr interessant. Vielleicht hat Nadel ja einfach auch wirklich ein Problem mit einer Menschenansammlung. Ich meine, noch einmal, ich möchte nicht, dass wir hier irgendwie Diagnosen aufstellen. Wir sind fast alle keine Ärzte. Ja, ich kenne ja natürlich nicht alle Zuschauer, aber die meisten von uns sind keine Ärzte. Und selbst wenn wir Ärzte wären, macht man ja keine Ferndiagnosen über Schlagzeilen aus Zeitungen. Von daher halte ich mich hier auch absolut zurück. Ich werfe nur einfach die Frage auf, ob sie eventuell Angst vor Menschen hat. Ja, dass das vielleicht der Grund war, warum sie die Mallorca-Tour abgesagt hat, es aber Krümel so ein bisschen in die Schuhe geschoben hat. Dann hat sie die Grillveranstaltung sausen gelassen, aber es mit Rückenschmerzen entschuldigt. Und nun, ja, wie gesagt, diese Mallorca-Tour. Und jetzt ist die große Frage, könnte das sein? Ich bin mir nicht so sicher. Jetzt scheint aber Nadel das wieder gut gemacht zu haben, denn wie ihr hier oben, ich brauche das jetzt nicht alles vorlesen, wie ihr hier oben sehen könnt, war denn Nadel, und das hat der Andreas auch sehr groß in seinen Stories geteilt, denn dann doch vor Ort und hat denn für die Menschen gegrillt. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ich habe das damals nicht mitbekommen, jetzt haben wir es aber mitbekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die nächste Schlagzeile. Denn wir wissen aus meinen Videos, dass Andreas Ellermann eine neue Freundin hat, angeblich die Ilka, charmante Dame. Und jetzt hat sich wohl Patricia Blanco dazu geäußert. Ich habe mich ein bisschen gewundert, denn ich habe nichts von einer Äußerung mitbekommen. Aber die TZ hat heute Morgen um 4.48 Uhr, also fast schon zeitgleich, als ich heute aufgestanden bin, der Hausalarm hat mich mal wieder geweckt, hat Patricia
Pizza Blanco sich ebenfalls zu Wort melden lassen. Kann man das so formulieren? Wir schauen mal in die Schlagzeile rein. Zitat: Andreas Ellermann 4 Monate nach Trennung vergeben. So reagiert Ex-Patricia Blanco. Patricia Blanco und Andreas Ellermann haben sich erst vor wenigen Monaten getrennt. Jetzt hat der Millionär eine neue Partnerin. Was sagt seine Ex dazu? Zitat Ende. Also das ist die große Schlagzeile und da bin ich auch gespannt gewesen, denn wir kennen Patricia Blanco aus der Vergangenheit. Kurze Zündschnur im Kreisverkehr der Emotionen, während sie Diddly Lily hört, gefangen, um dann denn loszulegen mit der Prämisse, dass sie eigentlich gar nicht mal darüber was erzählen möchte. So war es in der Vergangenheit. Vielleicht hat sie sich jetzt ja ein bisschen geändert. Hamburg. Im Frühjahr haben Patricia Blanco und Andreas Ellermann ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt präsentierte der Millionär überraschend eine neue Frau an seiner Seite. Ippen Media verriet Patricia Blanco, was sie von der Liebesoffenbarung hält. Erste Reaktion, das sagt Patricia Blanco zur neuen Beziehung ihres Ex. Und hier sehen wir Ilka, hier könnt ihr sie sehen, das ist die angeblich neue Frau an Andreas Ellermanns Seite. Und wir haben hier ein Bild von Patricia Blanco. Zitat, eigentlich hatten viele Fans spekuliert, dass etwas zwischen dem Unternehmer und Nadel laufen könnte. Immerhin hat das Duo zuletzt viel Zeit miteinander verbracht. Seit diesem Wochenende ist aber endgültig klar, die beiden sind kein Paar, denn Andreas Ellermann hat sich öffentlich mit seiner neuen Freundin Ilka gezeigt. Die beiden besuchten Arm in Arm eine Jubiläumsveranstaltung auf der Reeperbahn und so war das. Es war so ein Erotiktheater, oder? Irgendwas mit Schwubilub, glaube ich. Was genau da an Schwubilub gemacht wurde, weiß ich nicht. Ob man da Schwabonis gesehen hat, kann ich euch auch nicht sagen. Aber es soll wohl sehr viel Spaß gemacht haben. Nun gut, zu guter Letzt. Zitat. Und was sagt Patricia Blanco zu der neuen Liaison? Immerhin liegt die Trennung der beiden noch gar nicht so lange zurück. Die TV-Bekanntheit gönnt ihrem Ex sein neues Glück total. Ihre Managerin betonte im Gespräch mit Ippen Media, Patricia wünscht den beiden viel Glück. Kurz und knapp, aber dennoch eindeutig. Die Tochter von Roberto Blanco trauert der Liaison wohl nicht länger hinterher. Zitat Ende. Und bei all der Kritik, die ich in den letzten Wochen auch zu Patricia Blanco geäußert habe, möchte ich jetzt hier Patricia Blanco wirklich loben. Auf Holz geklopft, ich hoffe, es bleibt dabei. Ich fand das, so wie sie es jetzt gemacht hat, wirklich gut. Anstatt im Kreisverkehr der Emotionen gefangen zu sein und Andreas Ellermann wieder öffentlich anzugreifen oder sich über Ilka lustig zu machen, hat sie das getan, was ich aus meiner Sicht sehr gut finde. Sie hat über ihr Management einfach gute Glückwünsche ausrichten lassen oder aber das Wording einfach dem Management übergeben, dass sie gesagt hat, bevor ich mich selbst dazu äußere, macht ihr mal. Das finde ich einen guten Schritt. Das ist mir wirklich wichtig, dass ich auch was Gutes sage, wenn ich was Gutes sehe. Und das hat sie getan. Damit könnte sie den Kreisverkehr der Emotionen Tatsache verlassen haben. Für mich persönlich ist natürlich diese eine Situation zu klein, um das zu beurteilen. Aber ich fand diesen Weg, und das wollte ich euch unbedingt auch einmal zeigen, sehr gut, dass sie sich so entschieden hat. Es hätte ja auch anders laufen können, so wie wir das in der Vergangenheit mitbekommen haben, hätte es anders laufen können. Aber so habe ich da gar nichts gegen einzuwenden und fand diese Reaktion sehr fair, Freunde. Das war mir wichtig, euch hier einmal zu zeigen. Eine Menge heute trotzdem als Themen drin gewesen. Oder wenn wir so drüber nachdenken, das Nadelgrillfest und jetzt Patricia Blanco. Hier scheint sich wohl ein bisschen was zu tun. Freunde, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch aber einen hervorragenden restlichen Tag, einen guten Start ins Wochenende, kann man ja den einigen schon wünschen. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Ich werde da sein mit den neuesten News. Bis dahin für euch alles mit Liebe, viel Spaß und bis morgen um 8. Ciao.